Runde zum Thema Smart Wohnen im Alter. Das hat mich sehr gefreut. Und hier geht es gleich weiter. Wir bleiben bei dem Thema, aber vielleicht noch eine Frage an alle, die zu Hause sind. Würden Sie smart wohnen oder finden Sie das eher gruselig, wenn Ihre Wohnung über Sie Bescheid weiß? Wir bleiben beim Thema Alter und in unserem nächsten Input geht es um die digitale Kommunikation von älteren Menschen. Intuitiv wird man sagen, Alter und digitale Kommunikation, das geht doch nicht zusammen. Aber ob dem wirklich so ist, das wird uns Peter Buchi von Prosanektute näher bringen. Er erzählt uns von den Erkenntnissen aus der Studie Digitale Senioren 2020, wie Menschen über 65 eigentlich Medien nutzen und wie Prosanektute Senioren und Seniorinnen im Alltag mit Digitalcoaches unterstützt. Ja. Besten Dank. Vielen Dank. Ja, willkommen zu Hause an den Bildschirmen. Ich werde euch jetzt in einem anständigen Berndeutsch, schließlich reden wir hier von der Digitaltag Bern, unterhalten und versuche euch ein paar Sachen zu sagen. Grundsätzlich, jetzt ist es eine Anweisung an die Regie, wenn ich so mache, müssen wir die nächste Folie einblenden. Ja, das ist eine Studie, die wir in Auftrag gegeben haben, die wir alle 5 Jahre machen, digitale Senioren, und zwar zusammen mit der Universität Zürich, die das erforscht hat. Wir haben das jetzt über 10 Jahre gemacht. Wir haben andere Partner wie Gesundheitsförderung Schweiz, die da mit unterstützt haben. Wir haben diesbezüglich über 1000 Leute befragt, ab 65. Und ganz wichtig bei dieser Befragung ist, wir haben nicht einfach Online-Befragung gemacht, sondern wir haben angerufen, wir haben Umfragen gemacht. Und ihr seht, 2010 bei der ersten Studie waren 38% online gewesen, haben die digitalen Geräte genutzt von 65+. 2015 waren es schon mehr gewesen, 56% der Senioren 65+. Und natürlich 2020, die neueste Studie, der Erhebung war im 19. gewesen, sind wir, und ihr seht, der Balken wächst, sind wir bei 74% der Senioren ab 65, die online sind. Jetzt Senioren ist natürlich so, das ist ein differenziertes Bild. Die sehen ganz verschieden aus. Das sind hochvulnerable, aber auch sehr aktive, junge Senioren ab 65, frische Pensionierung. Das heisst, wir haben natürlich auch noch einen Unterschied zwischen On- und Offliner. Und ihr seht, wir haben da Cluster gemacht, 65 bis 70, 75 bis 75 etc. Und ihr seht, im Cluster 65-Jährige bis 70-Jährige haben wir praktisch ein gleiches Online-Verhalten oder Nutzung von Online-Geräten wie bei uns Jungen. Jung ist relativ, aber wie bei erwerbstätigen Menschen. Das nimmt leicht ab, aber grundsätzlich ist man bis rund 80 online. Was wir aber feststellen, wir haben jetzt tatsächlich immer noch einen Gap, und zwar der fängt ab 80 an. Wir nennen das so Hochalterung, die Leute sind etwas vulnerabel, nicht mehr so fit. Also wir haben neu den Gap von digitaler Nutzung bei 80. Das heisst, wir haben grossmehrheitlich von den Leuten im Pensionsalter sind digital unterwegs. Das heisst, der Gap, den gibt es nach wie vor. Die Vulnerablen, die weniger mit dieser Geschichte aufgewachsen sind, die das auch nicht gebraucht haben im Arbeitsumfeld. Und man hat junge Senioren, die jetzt pensioniert werden, die in den letzten 5 Jahren pensioniert wurden, die sich gewöhnt sind, mit diesen Gadgets zu arbeiten. Wir haben bei einer Studie immer eine Hypothese gehabt. Das ist ein Bild aus den 50er Jahren. In den 50er Jahren hat man viel Fernsehen geschaut. Fernsehen war ein neues Produkt und unsere Hypothese war, heute ist es so, die Jungen helfen den Alten, das zu machen. Ja, was ist aus dieser Hypothese geworden? Wir haben es angeschaut und haben herausgefunden, dass zum Beispiel das Fernsehen nach wie vor ein wichtiges Gerät ist. Heute ist der Fernseher nichts anderes als eine Plattform für die digitale Welt zu erschliessen. Ich kann auf dem Fernseher heute genauso surfen wie auf einem Computer. Ich kann YouTube schauen, ich kann alles andere machen. Ich habe auch Apps auf dem Fernseher. Und ihr seht, die Nutzung und Brauchen vom Fernsehen und Radio ist hoch und das Smartphone ist weit vorne. Damit es weiter runtergeht, diese Zahlen kann man auch ganz gemütlich und ohne Stress bei prosanektute.ch, Digital Seniors 2020, anschauen. Ich möchte es euch einfach hier nur schnell zeigen. Wir haben verschiedene Nutzungen. Was aber spannend ist, der Nutzungsvergleich.
Und ihr seht, Fernsehen, unabhängig vom digitalisierten Fortschritt oder von der Nutzung der digitalen Geräte, ist wahnsinnig beliebt bei Senioren. Und Radio folgt der zweiten Stelle, ein leichter Rückgang. Und was wir merken, oder PC hat nach wie vor einen Zulauf bei den Seniorinnen und Senioren. Was wir aber merken, das Fixnet, also quasi der Telefonanschluss daheim, da ist zurückgegangen. Der klassische Knochen, das klassische Handy mit den Knöpfen, das ist klar rückläufig. Und wenn man nachher auf die, wirklich auf die Touchscreen-basierten Mittel geht, dann sieht man, das Handy, respektive das Smartphone, hat einen wahnsinnigen Gump gemacht seit den letzten Jahren. Und ihr seht, 2009 war das noch nicht mal wichtig bei unserer Studie, weil es dann noch gar nicht im Markt war. Das Gleiche war mit dem iPad. Das iPad war 2009 nicht relevant für unsere Studie, weil es noch gar nicht gegeben hat. Also das iPad ist ja erst 2011 eingeführt worden in der Schweiz. Das heisst, wir haben ja dort einen Zuwachs. Aber erstaunlicherweise sind wir davon ausgegangen, dass das iPad den PC ablösen könnte. Das ist nicht so. Der PC wächst nach wie vor. Das iPad hat die Wachstumsrate etwas verlängert. Ja, ihr seht, das wäre jetzt die Studie, respektive Zahlen zum PC. Ja, jetzt ist ja noch spannend, wenn wir schon immer von diesem Gap reden, wie ist es denn mit den Jungsenioren, 65 bis 75 und respektive bis 80 und 80 plus, ja, beim Fernsehen. Und ihr seht, unsere Studie gibt etwas ganz Erstaunliches heraus, nämlich, dass die Jungsenioren minim mehr Fernsehen schauen als die älteren Senioren. Erstaunlich ist, aber mit über 90% schauen die wahnsinnig viel Fernsehen und informieren sich darüber. Das Gleiche ist beim Radio. Das nimmt leicht ab. Das hat auch damit zu tun, dass man vielleicht im höheren Alter nicht mehr so gut hört. Und da ist natürlich Radio vielleicht nicht mehr ganz so ideal. Wenn ihr jetzt seht, die PC-Nutzung ist das Gleiche. Also natürlich die jungen Senioren mehr als 80 plus. Und hier, das ist ein einziger Ort, wo quasi 80 plus mehr verwendet. Also die haben noch ein Fixnetz daheim, denen kann man noch anrufen auf Fixnummern, die sind noch rum. Wird auch sehr viel gebraucht, für so irgendwie Telefonmarketing, aber ist zum Beispiel auch für gewisse Interventionen von Gesundheitsdiensten total wichtig, dass man das noch hat. Und ihr seht hier, der klassische Knochen ist bei den Jungsenioren nicht wirklich verbreitet, vielmehr noch bei den älteren Senioren, die den haben. Gut, gehen wir noch im Altersvergleich die Smartphones. Ihr seht, Smartphones werden natürlich bei den Jungsenioren mehr gebraucht. Das Gleiche ist beim iPad. Und hier haben wir nachher auch das Jahr die Wearables abgefragt. Und ihr seht, wir haben zum Beispiel, das ist nicht die Smartwatch, sondern das ist so das Gadget am Handgelenk. Das ist nach wie vor auf tiefem Niveau. Die Smartwatch ist nichts anderes als die Bedienung vom iPhone über das Handgelenk. Und was wir merken, das, was Frau Zibach vorher erwähnt hat, die ganzen Steuerungen über Voice, die kommen langsam auf. Siri, Alexa, wie sie auch immer heissen, die Frauen respektive die Gadgets. So, also unsere These ist leider nicht so bestätigt worden, sondern viel mehr. Nämlich, die Leute sitzen nach wie vor, und das muss man einfach sagen, sie sitzen nach wie vor dem Fernsehen. Und die Kiste flimmert, und zwar bis am Ende. Wir gehen weiter. Wir möchten jetzt gleich noch ein auf die digitalen Komponenten eingehen. Und dort ist ganz wichtig, wie sind die Onlinerinnen und Onliner unterwegs. Und ihr seht hier auch ganz klar auch wieder die Settings gemacht. Und ihr seht, dass eben die Online-Mobile-Nutzung im Vormarsch ist. Das heisst, man ist von unterwegs auf dem Handy, auf dem Internet oder sucht die Sachen ab und weniger daheim. Sehr verbreitet, natürlich logischerweise von den Online-Nutzungen. Im höheren Alter ist es wieder etwas anders, ist man eher fix, drauf auf dem PC. Mit anderen Worten, die Senioren sind heute mobile zunehmend unterwegs, die Jungsenioren sowieso. Eine zweite Erkenntnis ist, die Senioren sind zunehmend mobil am Handgelenk unterwegs. Also sie suchen auch aktiv bei ihren Betätigungen den Zugang zum Internet, zu den Online-Geschichten. Und wenn ihr jetzt hier seht, die Gadgets, die haben nach wie vor eine gewisse Beliebtheit, ist aber in dem Sinn weniger relevant und mehr ein Zukunftspotenzial, das man nutzen kann, aber das noch nicht flächendeckend ist. Gut,
Die Folie überspringe ich wegen der Zeit. Aber wir haben geschaut, welche Apps das zum Beispiel im Gesundheitsbereich gebraucht werden. Und haben festgestellt, dass gut gemachte Apps ganz wichtig sind. Unabhängig, ob der Nutzen für Senioren relevant ist oder nicht. Wir sind davon ausgegangen, gehen eine App zum Medikamenten einnehmen, wäre doch wichtiger als zum Beispiel eine Krankenkassen-App, wo ich zum Beispiel bei einem Punktprogramm mitmachen kann. Offliner schätzen das etwas anders ein. Das ist aber immer so, wenn man nicht drauf ist, hat man vielleicht eine andere Vorstellung von diesen Geräten. So, also, das Device, Voice-Over, ist wichtig, wird Zukunft sein. Und ein kleiner anderer Tipp, nämlich der Bill Gates, habe ich sagen, Steve Jobs, als er das erste iPhone lanciert hat, hat er eigentlich gezeigt, wie heute Seniorenschulung funktioniert bei iPhones. Ich bitte euch mal, wenn ihr Zeit habt, auf YouTube den Film zu schauen, Einführung vom ersten iPhone. Das war 2007, noch nicht so lange her. Und das ist so, wie man heute auf ein iPhone schult. Das wäre so damit abgekürzt, was ich sagen wollte. Super, wir haben noch Zeit für eine Frage. Und zwar geht es noch um den Digitalcoach. Den haben Sie ja auch bei ProSenectute. Und ich möchte mal wissen, was macht der Digitalcoach? Und würden Sie sich vielleicht manchmal auch so einen Digitalcoach im Alltag wünschen? Also ich glaube, also vielleicht schnell zum Erklären, der Digitalcoach ist ja nichts anderes als eine Art Spitex rund um digitale Fragen, rund um die IT daheim. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wahrscheinlich 90% der Bevölkerung hat gerne ab und zu jemanden daheim, der den Drucker wieder neu konfiguriert, der schaut, dass die Sicherheitsmassnahmen stehen. Aber der Digitalcoach, der ProSenectute anbietet, pilotmässig in Solothurn, in anderen Kantonen auch, dort geht es darum, da geht jemand heim, erklärt die Geräte und tut mit ihnen arbeiten. Mhm. Aber der Trend ist auch bekannt bei den Anbietern, bei den Verkäufern von solchen Geräten. Heute könnt ihr auch in jedem guten Fachgeschäft eine gute Beratung haben, immer wieder vorbeigehen. Da werden ihnen auch Handys erklärt. Und das ist doch eine schöne Entwicklung. Sehr schön. Sie haben ja gezeigt, die Zahlen, es ist immer mehr Smartphone-Nutzung. Das Fixnet ist rückläufig. Ich vermute, das wird sich in den nächsten Jahren noch mehr akzentuieren, diese Entwicklung, wo die Jüngeren älter werden. Also wir gehen davon aus, dass der Digital Gap verschwinden wird. Das heisst nicht, dass alle Leute, die älter sind, das werden brauchen, weil irgendwann fallen die auch wieder raus aus dieser ganzen Nutzung, sei das krankheitsbedingt oder von ihrer Entwicklung. Aber zum Beispiel die Voice-Führung ist ganz etwas Wichtiges, wo zum Beispiel die ganze Touchscreen-Thematik, die wir bis jetzt schon hatten, dass ältere Leute, die haben trockene Haut, da funktioniert es auch nicht mehr. So wie das Händchenprinzip im Winter, da kann ich das iPhone noch nicht bedienen oder das Smartphone. Das haben gewisse ältere Leute gehabt. Das wird verschwinden. Also wir gehen davon aus, dass wenn man nicht krankheitsbedingt oder jetzt quasi vor gesundheitsbedingt rausgeht, grundsätzlich alle werden digitalen Zugang haben. Vielleicht noch eine letzte Frage zum Abschluss. Das heißt, dass auch in der Alterspflege diese digitalen Mittel immer wichtiger werden. Sind wir da kurz vor einem großen Wandel? Oder dauert das noch? Absolut, sie werden ganz wichtig. Oder wenn man jetzt schon nur sieht, dass es Gadgets, die es schon gibt, wo ich schauen kann, dass ich Medikamente zum richtigen Zeitpunkt, dass ich erinnert werde, einnehme, das ist ganz etwas Wichtiges. Und das würde auch ganz viele Kosten sparen, weil dann hätte ich die richtige Medikamentierung. Ich könnte entsprechend wirklich mit das besser verorten. Und natürlich die Überwachung wird natürlich wichtig sein. Aber auch die Kommunikation, das merken wir jetzt in Corona, ist ganz wichtig. Also dort werden die digitalen Helfer ganz, ganz wichtig werden in Zukunft. Die Frage ist, wann?